und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personaler aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T. Wie vorangekündigt, ihr Lieben, folgt heute der erste Clip Teil 1 zum Thema Burnout-Prävention. Wichtig ist für euch, dass ihr den ersten Teil, den allerersten Teil, den Einstieg gesehen habt, weil da gibt es ganz wichtige Infos, weshalb, warum ich überhaupt diese Videos mache, warum ich überhaupt für mich diese wertvollen Infos an euch weitergebe. Es gibt natürlich zig verschiedene Dinge, die man präventiv anwenden kann, um erst gar nicht in einen Burnout, in das sogenannte Ausbrennen reinzukommen. Ich habe insgesamt 10 Videos, werde ich produzieren, mit 10 für mich den wichtigsten Tipps. Diese Tipps, beziehungsweise diese Erfahrungen, die habe ich der Reihe nach sortiert und heute beginnt Nummer 1 und da ist für mich das Grundfundament, eins der 3 Grundfundamente am Start, die für mich für eine Burnout-Prävention am wichtigsten sind. So, nochmal, es geht natürlich heute um das Thema Burnout und zwar das Ganze präventiv. So, darum geht es heute, das ist heute die Nummer 1, Nummer 1 und da lege ich direkt los, Freunde. Das Wichtigste zum Thema Vorbeugen für einen Burnout ist für mich die Ernährung. Wie ich schon seit knapp 30 Jahren immer wieder anprangere, Ernährung, 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 gesunde Ernährung. Da habe ich einen Ausdruck geprägt, den möchte ich heute gleich nochmal in den Raum werfen, und zwar, das ist der Ausdruck, so weit wie möglich art- und bedarfsgerecht. Was verstehen wir unter art- und bedarfsgerecht? Ganz einfach. Artgerecht heißt, dass wir Menschen natürlich ein gewisses Bedürfnis haben für Nährstoffe. Und das ist definitiv kein Fastfood, das ist definitiv keine Süßigkeiten, das ist definitiv kein Alkohol, das ist definitiv kein sogenannter ernährungstechnischer Müll. Das brauchen unsere Zellen tatsächlich nicht. Das könnte man alles hinstellen als sozusagen Luxus, aber wir brauchen es nicht. Gut, was ist zu tun? Wenn ihr euch mit dem Thema Burnout-Prävention auseinandersetzt, kommt die gesunde Ernährung als erstes. Und da ist es erstmal so artgerecht wie möglich. Jetzt kommt das Wort bedarfsgerecht. Was versteht man unter bedarfsgerecht? Ganz einfach. Jeder Mensch hat natürlich einen unterschiedlichen Bedarf an Nährstoffen. Ausschlaggebend dafür, welchen Bedarf er tatsächlich hat, ist Körpergröße, Körpergewicht, Stoffwechselveranlagung von Natur aus und natürlich Arbeitsstunden pro Woche. Das auch noch das Berufsbild dazu, ob jemand sitzend tätig ist, ob jemand stehend tätig ist, ob jemand schwer körperlich arbeitend tätig ist. Und dazu natürlich auch noch, wenn Sport vorhanden ist, die Sporthäufigkeit. Und natürlich das Vorhaben, Gewicht halten oder Gewicht reduzieren. Das sind alles Faktoren, die tragen dazu bei, wie viel Energie wir tatsächlich brauchen. So, also, das sind natürlich Fakten, die sind unumstößlich. So, jetzt geht es darum, wie gestaltet man eigentlich sowas? Eine präventive Maßnahme in Form von Ernährung für einen Burnout, das ist relativ einfach. Meine Erfahrung, wichtigsten Erfahrungen sind 3 geregelte Mahlzeiten am Tag zu regelmäßig gleichen Zeiten. Zum Beispiel morgens 7 Uhr, zum Beispiel mittags zwischen 12 und 13 Uhr und abends zwischen 18 und 20 Uhr. Regelmäßig den Körper mit Nährstoffen versorgen, dass der Körper nicht in die Gefahr bekommt und sagt, hola, hola, es gibt nichts mehr zu essen, ich muss mich entsprechend metabolisch arrangieren, ich muss mich extrem metabolisch anpassen. Wenn wir das schon mal haben, 3 Mahlzeiten am Tag, Step Nummer 1. Step Nummer 2, so gesund wie möglich. Das heißt, dass wir so weit wie möglich alle industrialisierten Lebensmittel, wobei man es nicht als Lebensmittel bezeichnen darf, weil es gar keine Lebensmittel sind, weil oftmals mehr Fremdstoffe drin sind wie alles andere. Das bedeutet, dass wir so nah wie möglich in der Natur bleiben sollten. Wir sollten so wenig wie möglich abgepackte Sachen essen. Wir sollten so wenig wie möglich industrialisierte Sachen essen. Wir sollten so wenig wie möglich Zucker, reiner Zucker, Süßigkeiten, Alkohol, Konservierungsstoffe, all diese Dinge sollten wir so weit wie möglich eliminieren. Wir sollten darauf achten, dass wir beim Essen so nah wie möglich Natur sind. Ein weißes Brötchen zum Beispiel ist ganz weit weg von Natur. Eine
Eine Scheibe Vollkornbrot mit vielen vollen Körnern ist relativ nahe der Natur. Ein Naturfisch ohne Panade außenrum, auf dem Grill gemacht, ist sehr nahe in der Natur. Ein panierter Fisch in einer Aluschale mit allen möglichen Stoffen außenrum und zusätzliche Stabilisatoren, Geschmacksverstärker, ist ganz weit weg von der Natur. So, und das wäre Step Nummer 1, dass wir so nah wie möglich an die Ursprungsernährung des Menschen gehen, soweit wie es uns möglich ist. Zusätzlich ganz wichtig, dass ich natürlich auch ein bisschen plane und entsprechend zu Hause alle Lebensmittel habe, die ich benötige. Und wenn ich unterwegs bin und nur einen Tag unterwegs bin, dann kann ich natürlich auch mal mein Lebensmittel mitnehmen, meine gesunden Lebensmittel, damit ich weiß, was ich überhaupt verzehre. Wenn man unterwegs ist, nichts dabei hat, kommt es eigentlich sehr oft vor, dass man dann was essen gehen muss, weil man natürlich Hunger hat, dann isst man in der Regel wahrscheinlich nichts besonders Gesundes. Oder man lässt die Mahlzeiten ausfallen, der Körper hat dann in dem Moment zu wenig Nährstoffe. Und was passiert? Die meisten kommen dann abends völlig ausgehungert nach Hause und dann werden alle Regeln dieser Welt zum Thema Gesundheit, gesundem Essen jemals aufgestellt wurden, werden über den Haufen geworfen. Warum? Weil wir so unterzuckert sind, dass wir keine Kontrolle mehr über unser Essverhalten haben. Deswegen, ihr Lieben, Punkt Nummer 1, Burnout-Prävention, Ernährung, eine gesunde Ernährung, das ist Step 1. Damit könnt ihr locker einsteigen. Das war's schon, der erste Teil. Teil 2 folgt in Kürze, ist in Arbeit. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg schon beim Einstieg in eine gesunde, soweit wie möglich art- und bedarfsgerechte Ernährung. Bis dahin. Andreas Imbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T.